Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu HTML. So, wie viele von euch wahrscheinlich mitkriegen, arbeiten wir mit einer anderen Umgebung. Wir arbeiten sogar auf einem komplett anderen Betriebssystem, weil mein Windows den Geist aufgegeben hat an der Stelle. Vielen Dank, Windows. Ich habe quasi alles verloren. Nein, nicht ganz. Ich habe natürlich Backups gehabt und so weiter und so fort, aber es ist trotzdem nicht sehr angenehm, wenn einfach plötzlich viel fehlt. Ja, genau. Okay, machen wir also weiter. Wir benutzen in Linux, wo wir jetzt gerade sind, Bluefish. Bluefish ist ziemlich geil, schreibt sich Bluefish. Und ja, das ist echt coole Umgebung. Man hat hier oben schöne Auswahl-Dinge, aber ihr könnt natürlich weiterhin mit WebMatrix oder mit Notepad++ arbeiten oder was ihr auch immer machen wollt. Das ist nur ein Vorschlag von mir, damit euch das Entwickeln möglichst leicht gemacht wird. Gut. Also, fangen wir tatsächlich mit dem richtigen Zeug an, was wir machen wollen. Und das sind heute Tabellen. Ihr seht, ich habe hier oben die Möglichkeit, richtig geil einfach Tabellen hier reinzumachen. Aber ich will euch natürlich zeigen, wie ihr das Ganze von Hand machen könnt. Dazu braucht ihr als erstes mal den Tag. Ah, übrigens, wenn ich den Tag hier aufmache, dann sehen wir hier hammergeil Vorschläge und so weiter. Also, so wie wir es eigentlich auch gerne hätten. Genau. Und zwar hier ein Table. Und ja, dieses Table ist genau ein Tag wie alles andere. Allerdings, wenn ich jetzt hier was reinschreibe, passiert einfach gar nichts. Zum Beispiel kann ich sagen, Blue Fish oder sowas. Und wenn wir uns das Ganze angucken, dann sehen wir, dass hier oben tatsächlich. Ups, das seht ihr gar nicht. Na komm her, Browser. So. Hier haben wir es. Da steht einfach nur Blue Fish drin. Aber das ist ja keine Tabelle irgendwie. Also nicht so, wie wir es haben wollen. Wir wollen tatsächlich, dass wir mehrere Spalten und mehrere Zeilen und so weiter haben. Und dazu gibt es Tags, die nennen sich TR. TR macht eine neue Zeile. Und mit dem kann ich sozusagen wie bei einem anderen Tag auch einfach einen Tag in den Tag reinsetzen. Also hier sind wir quasi gezwungen zu schachteln. Wir definieren uns erstmal hier außen die Table, also die Tabelle, dass hier überhaupt eine Tabelle stattfindet. Und dann sagen wir innen drin, okay, ich hätte gerne jetzt eine neue Zeile. Und innerhalb der neuen Zeile sagen wir dann, ich hätte gerne eine neue Spalte. Das rücke ich jetzt einfach mal hier so ein bisschen ein, damit wir so eine kleine Übersicht kriegen, was da so gerade passiert. Okay, genau, und dann sagen wir hier innen drin, wie ich es gerade schon gesagt habe, wir brauchen eine neue Spalte oder ein neues Item quasi in der Zelle. Und ja, in diesem Item innerhalb der ersten Zeile sagen wir jetzt, okay, wir hätten hier gerne irgendeinen Eintrag. Zum Beispiel können wir hier einen, keine Ahnung, einen User eintragen, wie zum Beispiel Chuck. Und das ist nur der Vorname. Der Nachname soll im nächsten Tag stehen. Und deswegen, also im nächsten Eintrag in der Tabelle. Deswegen schreiben wir hier erst Norris hin. Und dann machen wir hier seine, keine Ahnung, Fähigkeit oder was auch immer. Roundhouse Kick. Okay, so und jetzt haben wir sozusagen eine kleine Tabelle erstellt mit allerdings nur einer Zeile. Sieht ein bisschen ärmlich aus, wenn ich das mal aktualisiere. Dann haben wir hier einen Chuck Norris Roundhouse Kick. Okay, jetzt kann ich natürlich hier meine einzelnen Dinger separat formatieren. Also ich kann hier was anderes sagen wie bei dem nächsten Zeileneintrag und so weiter und so fort. Wie das Ganze mit Formatieren und hübsch aussehen und so weiter geht, das zeige ich euch dann, wenn es um CSS geht. Jetzt geht es aber tatsächlich nur um das Raw HTML sozusagen. Genau. Machen wir weiter. Wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr haben als nur dieses, ja, dieses Teilchen hier. Und sagen, okay, TD. Brauchen wir noch einen Eintrag? Wie heißt Batman mit Vorname? Keine Ahnung. Weiß jemand, wie Batman mit Vorname heißt? Ich weiß nur, dass er Bruce. Wayne heißt tatsächlich, genau. Ihr könnt da natürlich irgendwas eintragen, was irgendwie sinnvoll ist. Also vielleicht vorne irgendwelche IDs oder sowas. Vielleicht habt ihr auch aus irgendwelchen SQL-Tables oder sowas irgendwas bekommen, keine Ahnung. Aber ich mache jetzt hier irgendwelche fiktionale Sachen. Ihr könnt übrigens auch hier drin, das zeige ich euch sofort. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie es fertig aussieht. Bruce Wayne, Batman, fertig. Ist natürlich nicht jetzt das Äquivalent zu Chuck Norris, aber ja. Wir sehen gleich, was wir sehen wollen. Okay, wir haben hier sozusagen eine hübsch formatierte Sache. Ich mache jetzt mal noch einen Eintrag hier extra lang. Bruce fucking. Ne, das darf ich eigentlich nicht so schreiben. Ist egal. Ihr seid ja alle erwachsen. Bruce fucking Wayne. Nur damit wir ein bisschen mehr Platz hier haben. Und wir sehen hier oben, der Chuck, der wird eingerückt.
Und hier haben wir richtig viel Platz dazwischen. Das ist auch richtig so. Denn es wird immer angeglichen, dass die Dinge auf derselben Ebene anfangen. Das heißt, wir sehen hier, dass der Norris auf derselben Ebene wie Wayne anfängt und dass der Batman auf derselben Ebene wie der Roundhouse Kick anfängt. Und hier haben wir extrem viel Platz. Das ist der Vorteil von Tabellen, es gleicht alles schön brav an. Ihr könnt natürlich auch noch irgendwie Spaces oder sowas separat einfügen. Genau. So, und jetzt haben wir noch die geile Möglichkeit, hier drin irgendwelche Tags zu benutzen. Ich mache jetzt einfach mal was Einfaches hier ein B, also quasi, dass wir fett schreiben wollen. Und jetzt wird natürlich hier drin auch einfach der Brewstick geschrieben. Das heißt, wir können innerhalb von unserer Tabelle auch noch mit Tags arbeiten. Wir können hier drin auch mit Links arbeiten und diese Links dann irgendwo hin zeigen lassen. Keine Ahnung, auf www.google.com oder sowas. Natürlich nur ein A, ist ja klar. Okay, wenn ich die jetzt hier benutze, dann haben wir hier einen Link nach Google. Also so könnt ihr innerhalb eurer Tabelle dann auch noch mit Links oder was weiß ich was arbeiten. Mit allem Möglichen. Genau, so sollte das auch sein. Okay, also fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben hier oben eine Tabelle kreiert, damit wir überhaupt erstmal eine Tabelle haben. Die geht bis hier unten, wie wir sehen können, an den roten Dingern. Und dann haben wir uns einzelne Zeilen kreiert. Eine Zeile ist hier durch TR markiert, durch den Tag TR. Und die einzelnen Elemente innerhalb der Zeile sind hier durch TD markiert. Und innerhalb der TD-Tags können wir natürlich noch weitere Sachen machen, so wie wir es gerade wollen. Okay, jetzt gibt es hier aber noch ein paar geile Sachen. Zum Beispiel ist euch wahrscheinlich aufgefallen, dass hier nichts drum rum ist, dass es ein bisschen, ja, öde aussieht wie alles, was wir in HTML einfach pur schreiben. Das ist klar. Aber vielleicht wollen wir einen Rand setzen für unsere Tabelle. Dass wir zum Beispiel sagen, ja, ich zeige es euch einfach mal und dann seht ihr, was ich meine. Und zwar tun wir das, indem wir hier oben innerhalb des Tables etwas setzen. Und zwar das Border-Attribut. Das ist ähnlich wie das Attribut von einem, ja, von diesem, genau hier, Border. Es ist ähnlich wie der Link von einem Link, also A. Und hier setzen wir einfach mal die 1 rein. Mal gucken, was dann passiert. Und wenn wir die 1 hier nämlich reinsetzen, dann haben wir hier eine fast schöne, übrigens der Link ist absichtlich weg hier, eine fast schöne Umrandung von jedem einzelnen Element in unserer in unserer Tabelle drin. Genau, das macht Border. Und wir haben hier noch eine zweite Möglichkeit, zum Beispiel, dass wir sagen, Style ist gleich, aber das zeige ich euch alles genauer. Style macht man normalerweise in CSS, allerdings bei einer Tabelle macht man häufig mal, wenn man hier einfach direkt die Breite auf 100% haben möchte, dann sollte man das schon, kann man das schon hier machen. Okay. Genau, wenn ich das jetzt aktualisiere, dann sehen wir, dass ihr nichts mehr seht, denn das ganze Ding ist auf 100% ausgefahren worden, sprich die einzelnen Elemente hier sind extrem breit geworden. Das müsst ihr allerdings wahrscheinlich noch genauer definieren, weil hier normalerweise an der Seite habt ihr so eine Navigation, oben habt ihr vielleicht irgendwelche Navigationen und dann habt ihr nicht mehr ganz die 100% zur Verfügung. Das heißt, immer schön darauf achten, was ihr hier habt. Wie gesagt, Style-Sachen eigentlich immer in CSS und da dürft ihr euch das dann später drauf freuen. Das ist quasi das, was alles hübsch macht. Gut. Ja, das war's auch heute schon wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch mit dem neuen Programm tut mir echt leid, dass das jetzt so passiert ist, aber ich lege mein Vertrauen nicht mehr in Windows, sondern ich vertraue jetzt auf Linux. Hoffentlich enttäuscht mich das nicht. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Ciao, ciao.